Willkommen zurück zu Delta Force. Yeah. Okay, wird Delta Force zweite Kampagne für uns. Vierte der Reihenfolge. Macht aber nichts. Ja, wir sind weiter auf den Spuren. Oder weniger. Nee, wir kämpfen gegen den bösen Rebellengeneral, dessen Namen wir nicht kennen. Macht aber nichts. Sein Kommandant haben wir schon ausgeschaltet. Und auch sonst alles super. Ja, das letzte Mal haben wir Gefangene befreit. In einem Gefangenenlager. Kriegsgefangenenlager. Und das war echt super. Hat Spaß gemacht. Von mir bekommt es 8 von 10 Bunker-Daumen nach oben. Heute kommt was anderes. Und zwar. Komm, mach mal Copperhead. Recover the reconnaissance box from a downed F-18. Close to Bravo Teams. Wo auch sonst. Forward deployed area of responsibility. Responsibility. Ja, die Reconnaissance Box, wahrscheinlich sowas wie die Black Box dieses Aufklärungsflugzeugs, die F-18, hat hier ein bisschen gespäht und ist abgeschmiert. Und ja, wir sind schuld. Nee, wir sind beauftragt, die zu holen. Okay, langer Marsch. Ich schätze mal, 8 ist einfach eine Rescue. Hier die Insertion Point, ey. Hier wird es wohl sein, irgendwo in den Bergen. Viel Feind überall. Das schreit doch nach einem Scharfschützengewehr, wo sie schön auf Distanz alle wegrotzen können. Gut, a reconnaissance F-18 has gone down near Bravo Team's current position. You will leave your position and head east, following the GPS coordinates transmitted to you. The pilot ejected and landed in a Spetsnaz area of responsibility. In order for this mission to be successful, you must locate the airplane. Recover the orange box. Ach, für Halo, ne? Nee, Half-Life. Halo, bist dumm. And destroy any enemy units in the immediate area. Once you have recovered the box, you must get it to the extraction point. Dachte ich mir. In order for this mission to be a success. Ganz schön sexy, die Mission. Orange Box. Ich glaube, die habe ich quasi freigeschaltet gehabt auf Steam. Warum? Gunman Chronicles. Die Half-Life Total Conversion, genau, gab's. Nee, habe ich quasi als CD den Key freigeschaltet, damit ich sie auf Steam habe. Und das hat irgendwie gleich 10 oder so Spiele freigemacht. Also wer da Bock drauf hat, besorgt euch mal die Gunman Chronicles Geschichte. Vielleicht bringt der Serial euch auch alle, also der Serienschlüssel, vielleicht bringt euch dann auch mehrere Spiele. Also ich würde es natürlich nicht empfehlen, weil es bestimmt voll Gangster und so, aber kann man mal machen, mal versuchen. Worum geht's? Achso, ich soll hier starten, da rauskommen Spetsnaz, Truppen überall und ja, die Box sollen wir holen. Die ist schon die Black Box, ne? diese Aufzeichnungsgeschichte. Schätze ich mal, und ich muss die finden und dann nach Osten abhauen. Mehr haben sie euch nicht gesagt. Expected enemy forces, the combat search and rescue mission coordinator. Heute mal keine Intelligence. Interessant. Reports that enemy air mobile troops have entered the area near the crash sites and are conducting extensive ground searches. Ich kenne die Wüste. For the downed aircraft. In addition, radio intercepts indicate that a mercenary special operations capable team. What is in the area? That a mercenary special operations capable team. Also das ist ein Team, das kann quasi als mercenary special operations larpen. Oder wie ist das gedacht? Komisch. Ja, was geht ab? irgendwelche Truppen halt. Mein Gott, es ist halt Spätznatz hier, spezielle Natztruppen, die mich hier wegnatzen wollen und die laufen hier halt hier rum und wollen mich erschießen. Mein Gott. And Allied Support, Alpha Team, ganz unten, is approximately 500 meters. Jetzt wieder 500. Das letzte Mal waren es 510. Aber nur so in etwa 510,3 Meter from the Crash Site. Wo ist denn die Crash Site? Ist hier irgendwo in Extraction und Current Position? Weiß ich, wo das ist? Nö. Ich soll einfach den GPS-Daten soll ich folgen, hieß es ja. Habe ich übersetzt, oder? Außer was weiß ich. They will head due north from their
position towards the crash site, eliminating any enemy units that they encounter. Ja, nee, ist klar. Das werden sie. Also ich bin davon überzeugt. Unser Alpha-Team, also Super Alphas, die werden hier langlaufen und alles niedermähen. Und wahrscheinlich steht da niemals unten Alpha 1 is down. Alpha 2 is down. Haben wir ja so noch nie gehabt. So, Situation. Was geht denn ab? In advance of large-scale air operations in the vicinity of Kozboget, the Divisional Combat Search and Rescue Mission Coordinator has received approval of a tasking order placing special forces units in forward deployed positions for downed aircraft rescue. Okay, weil wir hier eine Großoffensive aus der Luft starten, in der Nähe von Kozboget, wurde halt, was dann, received approval? Ach, hier dürfen Ziele vergeben werden, dass wir so eine, wie heißt das? Downed Aircrew, eine abgeschossene Flugbesatzung retten dürfen. Bergen? Nee, lieber, was ist das andere? Evakuieren. Genau. Subsequently, US Marine F-18s using the newly operational Advanced Tactical Air Reconnaissance System, the ATARS, nicht Atari, das war früher, wurde ersetzt, dann die neue Version des ATARS, viel besser auch, have been conducting extensive reconnaissance missions in the sector. Their primary goal is to identify the convoy routes the enemy uses to carry supplies to the front. Ach, die sind das. Ja, das sind die F-18s, die hier alles total überwachen mit dem Advanced, verbesserten taktischen Luftüberwachungs- oder Aufklärungssystem ATARS, viel eher. Deren Ziel ist halt, die ganzen Konvois ausfindig zu machen, die wir dann wieder wegsprengen dürfen, / müssen. Die ganzen Versorgungstransporter halt. Combat Search and Rescue reports that... Achso, Combat Search and Rescue ist eine Einheit, reports... That one such plane has gone down. Eins von diesen ist jetzt abgeschossen worden. The pilot ejected and landed in his personal area of responsibility. It is imperative that the orange box be recovered, as the data in it is vital to stopping enemy resupply. Ja, wurde abgeschossen und in so einer spaßigen Arena Gegend wurde ist er runtergegangen mit seinem Hubschrauber bzw. mit seinem Fallschirm. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie endlich wieder gefunden wird, die orangene Box. Orangene Box, vielleicht auch sind es Bananen, man weiß es nicht. Und um die Versorgung wieder zu stoppen, da kommen wir ins Spiel. So, ich würde sagen, Scharfschützen werde. Viel Munition. Wenn einer nah dran ist. Das ist dieses Getacker. Oh, das ist so typisch, dieses, ne, was sind das, diese, nicht Tastatur, sondern... Schreibmaschine. Das Geratter, das ist ja schlimmer als das Maschinengewehr im Spiel. Naja. Gut, ich würde sagen, wir starten die Mission. Boah, der Sound am Anfang. Ah, ist hell. Ja, danke fürs Absetzen und tschüss. Hieß es nicht, ich bin sowieso schon in der Region. Und deswegen kommt der Hubschrauber. Na komm. Wir stellen es gar nicht in Frage, wir befehlen einfach. Nee, wir. Blackwood to King 6. All insertions are complete. Head into the house. Ja, geh nach Hause. Hat mich abgesetzt, geh nach Hause, so ist richtig. Auch wieder die verdammten Kakteen, die aussehen wie Menschen. Da ist doch wer. Sehen wir nicht, hab's doch gesehen. Also eine Fata Morgana, da wahrscheinlich sind wir wirklich in der Wüste. So, sieht doch aus, als ob da irgend so ein graues Männlein steht. Aha. Direkt losballern ist auch eine ziemlich schwachsinnige Idee, oder? Wo müssen wir denn längs? Was sagt der Computer? Da oben ist man nicht so ganz richtig. Obwohl, würde sich empfehlen. Wir müssen sowieso in die Richtung weiter. Genau. Immer schön nach Osten. Was eh das Eck. Da machen wir das auch gleich. Dann kraxeln wir da mal auf die Berge und gucken uns ein bisschen um. Und legen den Feind um. Ja, der stört mich jetzt schon wieder mit dem Fadenkreuz. Ah, Moment, ich mach das mal wieder weg. So, viel besser. Viel besser und... Ah, ist das der doppelten... Das doppelte Lottchen, hat hier was abbekommen. Aha. Ah, in den Fuß. In seinen Lieblingsszenen wahrscheinlich, mein Gott.
gerade frisch die Nägel geschnitten oder geknipst und schon ist er tot. Tja, Pech gehabt. Hätte sich mal sparen können. Hätte ich duschen müssen die Woche. Naja. Wer hätte es ahnen können? Okay, Tag. Ja, so schon besser. Ich habe den Tracer auch mal ausgemacht. Ich habe alles wieder ausgemacht, alles zurückgestellt. Das ist eine gute Idee, war, weiß ich nicht. So, Munition haben wir reichlich. So, wer zuckt? Wer zuckt, verliert. Den Schädel, wie zum Beispiel. Ach, guck mal hier. Das ist bestimmt die Rückenflosse des der F-18. Na? Alles ruhig, ne? Aha, Bewegung. Oh, du Frechdachs. Dummen Kakteen. Echt, die sehen immer aus wie echte Menschen. So, wo ist denn Delta? Echo. Vielleicht Delta ist es, ne? Das ist es. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So, die Frage ist, wann setzt sich eigentlich da unten jemand in Bewegung? In dem Leben wahrscheinlich nicht mehr, ne? Man sieht es auch nicht mehr, obwohl ich eingestellt habe, dass ich... Bitte? So, auch heute mal. Da ist er fein. Oh, wollen sie weglaufen? Wer schneller? Ich glaube, mein Scharfschützen. Patronski, das Geschoss ist, glaube ich, schneller als du. Ja. Jetzt haben wir es bestätigt. Ist da jemand? Ja. Ich treffe ihn nicht, oder? So ein mieses Stück. Jemand, da steht doch jemand im Eingang. Ah, naja, wann ist das Mikro ausgegangen? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich gesagt? Ja, bitte nicht Kugeln sagen. Kugeln, nichts gut. Wir haben ja keine Musketen. Musketen, nicht Musketen. Obwohl, wenn sie ganz alt ist und schlecht gelagert wurde, feucht, kann es auch eine Moskete sein. Boah, ist das schlecht. Ja, sonst... Sonst alles super. Also die F-18 ist hier. Ich sehe keinen. Ach ne, halt, wir müssen ja... Ach klar. Kann ich denn auch den Fahrer, den Lenker des Fahrzeugs ausfindig machen? Auch gemeint, dass ich... ach, das sieht aus wie Comanche, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so durch rübergekommen ist, keine Ahnung. Aber hier merkt man schon extrem, oder? Das sieht halt wirklich aus wie... So, ob man jetzt hier irgendwie aufsteigen könnte und dann hier über die Landschaft fliegen.
an Comanche war auch so gut. So ein richtig schönes, so ein schönes Mittelding zwischen. Also jetzt zum Beispiel gar keinen Bock, muss ich gestehen, auf DCS oder sowas. DCS ist ja Digital Combat Simulator. Wenn ich da sehe, was man da für Anzeigen hat und was man da alles lernen muss, bevor. Okay, ich meine, es ist ja ein Simulator, okay, kann ich verstehen. Aber ich hatte nie wirklich den Nerv oder die, nicht nur die Geduld, auch nicht die Lust, keine Ahnung, mir das irgendwie mal alles beizubringen. Also zu einem gewissen Rahmen bin ich noch dabei, okay. Sowas wie Enemy Engaged zum Beispiel, das ist ja auch so ein schöner Hybrid. Wobei das schon eher in Richtung Simulation geht. Comanche war ja schon sehr arcadig. Aber für mich war, ja doch, Enemy Engaged und Comanche 3, das sind für mich so die. Die sind so genau in dem richtigen. So genau die richtige Mischung, ne? Nicht zu versalzen mit Realismus. Ja, das verdirbt es mir dann hin und wieder mal. Das muss nicht sein. So, es muss jetzt auch nicht das, weiß nicht, ganz plumpe sein, nicht so das Mario Kart unter den Rennspielen, ne? Aber ein bisschen, ein Hauch von Realismus darf es dann doch sein. Ich mag diese Mischungen da eigentlich ganz gerne. Weil nehmen sich die Spiele, wenn sie halt in Richtung Simulation gehen, auch oftmals so furchtbar ernst. Ein bisschen Spielspaß, weiß ich nicht. Da muss man schon wirklich dann sehr, sehr interessiert sein an der Geschichte. So wie auch irgendwelche Zugspiele. Habe ich mir auch in letzter Zeit sehr viele angeguckt, weil ich mal wieder Bock auf sowas hätte. Irgend so ein Tycoon oder sowas. Aber nicht wo ich selbst am, hier, nicht am Schweineschall schaufeln, sondern am Kohleschaufeln bin oder sowas. Oder ständig irgendwelche, weiß nicht, Druckanzeige und der Boiler und die Temperatur und was weiß ich. Das muss nicht sein. Obwohl, so ein bisschen mitfahren wäre auch ganz geil, ne? So wie bei den Tycoon-Geschichten, Rollercoaster. Nicht Railroad oder Railway oder Railland oder irgendwie sowas. Aber sowas hätte ich mal wieder Bock. Ach, guck mal einer an, da steht er dumm rum. Und jetzt liegt er dumm rum. Und fault. Also wieder beim Moos, bei der Mooskete mit den Kugeln. Ich verschieße ja keine Kugeln. Oder was war das bei DSA, der Arbalester oder so, ne? Da ist doch jemand. Oder ist es eine optische Täuschung hier in der Wüste wieder? Oder ist es der. Oh, wenn es der Fahrer, der Flieger ist? Keine Ahnung. Ja, dann schießen wir einfach mal. Wird nicht getroffen? Nee, ist klar, Chef. Hallo? Und jetzt haben wir ein Gebäude und ich schieße gegen das Gebäude. Das ist, ja, ist ein bisschen nervig. Also ich sehe die Einschüsse, ne? Oder ist er schon erschossen? Ist der tot? Ach, guck mal. Da hockt er und sagt nichts und denkt sein Kollege genauso. Hat wahrscheinlich auf einen ganz besonderen Moment gewartet. Vielleicht haben sie auch die letzte Patrone. Waren wir zu faul, nochmal Munition zu holen? Ach, guck mal. Wo ist er? Da ist er. Ja, so Zugzeug, da habe ich mal wieder Bock drauf. Aber was ist denn da ein gutes? Weiß ich nicht. Darf nicht so comichaft sein. Es gibt auch welche, die sind einfach nur so, weiß nicht, keine Ahnung, wie wirkt wie für Fünfjährige gemacht. Und ist dann eher so eine Art Puzzle-Spielchen. Sowas gibt es ja auch. Oder Puzzle. Mir früher alle Puzzle gesagt. Kann es das sein, dass er tot ist und der hängt einfach irgendwie so am Hang? Kommen wir haben eh Munition oder Ende. Es gibt ja auch keine Abrechnung am Schluss von wegen, oh, du hast aber nicht genau geschossen. Dafür ziehen wir dir vom Lohn ab oder so. Oder vom Verdienst wieder, ja. Was bekommt man nochmal als Soldat? Ein Sold, klar. Sollte ich eigentlich wissen. Hä? So, die habe ich am Anfang schon erschossen. Ja, gut. Never forget und so, gell? Ja. Ganz wichtig. Ja, sieht gut aus. Zack, tot. Geht ganz schnell hier in dem Spiel, wissen wir ja. Was habe ich nochmal für. Ach so, schallgedämpftes Pistölchen. So, bitte nicht so. Ich habe da mal Angst, wenn er den Hügel hier so runterspringt, wie so ein junger Hüpfer.
hätte ja Angst, mir irgendwie die Haxen zu brechen oder sowas. So. Muss ich irgendwie sprengen? Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schlecht. Ist doch sonst immer der Standard, die Standardaufgabe. Düt. Was ist hier vorne, oder? Da ist sie. Die Box. Ist tatsächlich eine Orange Box. Steht drauf: Light. Flight. Recorder. Do not open. Good job, Bravo. Move to the extraction point. Alles klar. King Moved. 6 to all elements, objective secured. Move to primary extraction point. Richtig. Roger that, King 6. Black Widow is moving out. Oh, schlecht. Okay, Feind kommt. Jetzt haben wir vielleicht ein gleichen Problem. Vielleicht einen gleichen. Da drüben. Schießt da schon wieder? Immer dieses dolle Geschieße. Muss das denn sein? War ja klar, dass sie jetzt nochmal. Wahrscheinlich haben sie wieder irgendwas reingespawnt. Und unsere eigenen kommen aus dem Süden. Sehe ich das richtig? Das sind unsere. Hurra, sie sind da. Alpha 1 ist down, Alpha 2 ist down, Alpha 3 ist down. Sowieso. Und überhaupt. Im Grunde genommen wird es ja reichen, wenn sie einfach sagen: Komm, Alpha hat es wieder mal nicht gepackt. Das 1, 2, 3 kann man sich schenken. Dok, 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 dok. Das ist unserer. Sehr gut. Er hat sich in eine andere Richtung gedreht. Heißt, er hat tatsächlich mal wieder geschossen. Also zugegeben, sie treffen ja auch mal hin und wieder. Klar, den habe ich vergessen. Oder wie? Oder übersehen? Sicher. Von den beiden Bergen aus habe ich den übersehen. Haben sie reingespawnt. Machen wir uns nichts vor. Belügen wir uns nicht gegenseitig und selber und sowieso und überhaupt. Alles erstunken und erlogen. So, jetzt Extraction Point. Wo hätten wir es denn gerne? Zack, zack. Würde schon gerne wissen, was da in dieser komischen Hütte ist. Sollen wir da mal hingehen? Ach komm. Wenn wir schon mal da sind. Was macht ihr, ihr faulen Schweine? Kommt ihr mit oder wie oder wer oder was? Moment mal, wir haben doch. Wir haben doch. Moment mal, wir haben doch. Nein, ich kann nicht ins Menü, das ist wieder schlecht. Aber normalerweise hat man doch ein Team Say. Okay, no weapon. Aha. Terrain Map, Kontur Map, okay. Was? FC, der Welt lügt mich nicht an. Terrain Map, Kontur Map. Soll ich die mal drücken, die Tasten? Oh je, hoffentlich habe ich da nichts eingestellt für bei der Aufnahme. Und. Oh. Einmal Konturen, einmal nicht. Okay. Also quasi eine Picture-in-Picture, eine Minimap quasi. Ja, die sind auch irgendwie darauf fixiert, ne? Da ist doch irgendwas. Hat sich doch wieder irgend so ein Hund drin versteckt. Aber ich kann denen so keine Befehle geben. Ich glaube, es gibt sowas wie, man kann ja Say machen, Team Say oder sowas. Was ist denn? Talk Squad. Klammern. Tja, jetzt die Frage, welche Klammern meinen die jetzt? Ich drück mal wild auf Knöpfe. Falsch. Falsch. Ah, Enter Command. Bitte. Hallo. Ich das gemacht? T? Nee. Ö? Was ist denn für ein Command? V95. Bringt nichts, ne? Mag immer sogar ein FOV. Wobei FOV ist hier tatsächlich das Problem. Was ist ein FOV? Forward Operating Vehicle. Oder auch Field of View. Ja, Konsolen machen das ja ganz gerne, weil sie auf dem Fernseher laufen, haben so diese Scheuklappengeschichte, wo man sich tausendmal umdrehen muss, bis man alles um sich herum erfasst hat. Kriege ich ja die Krätze bei sowas. Konsolen halt. Und ja, so 90, 100, 110, das sind so stabile Werte. Gibt es auch horizontal und vertikal. Aber ja, wenn man quasi einen Fischaugen-Effekt hat, das ist dann, wenn man es ein bisschen hochgeschraubt hat.
Aber ist auch nicht schlecht. Ja? Muss man mögen. Feind. Wo ist die Sau? Was? Wo ist der denn? Irgendwo hier. Verstehe nicht ganz, was sie sagen. Ich spreche kein Usbekisch. Oh, Scharfschützen haben sie auch. Jetzt wollen sie es aber wissen, oder wie, oder was? Und ich liege hier mitten im beschissenen Gras und nicht auf dem Hügel. Gras. Im Sand. Wo ist denn hier Feind? Ich wette, da war doch einer am Eingang, deswegen ballern die auch so doll. Oh, ich sehe schon, komm, gleich werde ich erschossen. Nach der krassen Bergungsaktion der Black oder Orange Box, ja, Entschuldigung. Wobei die Orange Box auch eher rot ist. Und dabei habe ich doch schon die 16 Millionen Farben aktiviert, also daran kann es nicht liegen. Und farbenblind bin ich auch nicht. Farbenblöd. Ach Gott, bestimmt wieder in so einem beschissenen. In so einem Zelt, ne, in so einem Tarnzelt hockt wieder einer. Dann ist es Sommer und das ist immer frei. Grillen, zirpen und so weiter. Nein? Wo sieht mich die Sau? Aha. Daneben. Ja. Hab ich gedacht, dass er nicht trifft. Trotzdem geschossen. Wette, da in der beschissenen Hütte hackt wieder einer rum oder ab und schießt mich um. Oh, oh. Nein! Oh, das. Blackwood to King 6. Bravo is down. Mission abort. Nicht Mission abort. Nimm dir die beschissene hier, die Kiste und mach den Job fertig, du Affe. Wo waren da jetzt wieder einer? Mein Gott, Walter. Okay. Oder hat er durch die Dings geschossen? Oben auf dem Hügel, ist das einer? Nee, es war nur eine. Ein Kaktus. Ah, ein Scheißdreck. Komm, wir rennen mal durch. Wir speedrunnen das jetzt mal. Ja, flieg du mal davon. So, krasse Speedrun-Aktion. Wenn es nicht klappt, muss ich es halt wieder so machen. Mein Gott. Aber so schnell kann es gehen, ne? Im Leben. Blackwood to King 6. All insertions are complete. Head into the house. So. Die sind weg. Dann auf den Hügel, alle abschießen. Dann wissen wir, auf der anderen Seite des Hügels hat es auch noch welche. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Ach komm, den Hügel schaffst du. Ah, anstrengend, anstrengend. Da ist man so schön vorsichtig und wird trotzdem erschossen. Das Leben ist schon hart. Aber nicht so hart wie unsere Geschosse, die hier in den Gegner einschlagen. Oh je, hat sich erledigt, bin weg. Sag mal, jetzt aber mal gut, Leute. Achso, letztes Mal lag ich auf dem Bäuchlein, haben sie es nicht so mitbekommen. Ja, wo ist er denn? Oh, shit. Schießt aber doll. Mit dem dollen Schießen hört mir auf. Komm. Komm. Zeig dich. Feigling. Doch mal irgendwie auf die. Aha! Vom Hügel? Das Gemeine ist, die können ja quasi auch so hinter dem Hügel sitzen wie ich. Dann sehe ich sie so gut wie nicht. Weil sie dann nicht wirklich hervorstechen. Hervorragend. Können auch außen rum. Scheißegal, wir haben ja gesagt, wir machen Speedrun. Und John J. Rambo im Bravo-Team bahnt sich seinen Weg durch die Horden der Gegner. Toll. So schön geschneipert. So achtsam gewesen, so vorsichtig. Alles doppelt und dreifach überprüft. Und dann trifft uns doch so ein Affe und wir sind sofort im Arsch. So kann es gehen im Leben. Es ist nun mal kein Zuckerschlecken hier in Usbekistan. Komm. Und kriech. Kriech schneller.
Kriege ich zu viel, wenn er nicht so schnell macht, wie ich will. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Toi, toi, toi. Ja, ja. Komm. Der schießt aber schon da irgendwie in den Berg, oder? Ja, Speedrun ist, glaube ich, eine ziemlich schlechte Idee. So, Leute, gibt die Speed nehmen vor Aufnahmen? Stimmt, ne? So wie die teilweise reden. Ohne Punkt und Komma. Und Komma da hoch. Ja, auf. Bisschen kriechen. Bei Worm Unlimited müssen wir jetzt natürlich wieder diesen... den anderen Modus aktivieren. Ach, guck mal. Ja, das hat aber... Na, war das ein Treffer? Ich bin da... Ich bin da bei Team Skepsis. Das war fadenscheinig. Tok, tok, tok. So, wir wissen ja, hinter dem Hügel sind noch ein paar. Obwohl, ist ein großer Hügel. Nein, 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 nein. So, Team Alpha kann jetzt mal langsam die Hufe schwingen, wenn es recht ist. Bewegung, Bewegung. Ist da gleich wieder einem Gesicht hängen, das sehe ich doch jetzt schon. Ja, ja, ja. Ach genau, da hinten dieser Affe, den ich hier schießen konnte. Bestimmt hat der mich erschossen. Daneben. Oh, jetzt bleibt er mal stehen. Das lange wird endlich gut. Und schon tot, ne? Resistance. Was? Alpha-Team heult rum, weil Resistance heavy ist? Ja, was soll ich denn dann sagen? Was soll ich erst sagen? Ah, ja, ja. Ich glaube, das machen sie auch nur, das sagen sie einfach nur, damit sie, sie wahrscheinlich am Schluss eine Beförderung bekommen. Von wegen, boah, trotz aller widrigen Umstände. Habe ich dich. Aha, da stand doch einer im Eingang. Wusste ich es doch. Genau, da rechts muss auch noch einer stehen, bei der, da hinter dem Hügelchen. So, das, jetzt machen wir hier mal, sorgen wir für Ruhe. Das geht so nicht weiter. Seien wir erschossen, dann ist anders Ruhe. Aber dann stört es uns auch nicht mehr. Tja, ganz schön dumm. Der ist tot, ne? Jo. Der ist tot. Der ist auch einer tot. Jetzt was? Weiß ich nicht. Einfach runter zu. Oh, nicht rüber. Oh, ich werde immer ganz kribbelig, wenn ich da runterspringe, wie. Ja, so halt. Auf wen schießen die denn bitte? Ich sehe es halt einfach nicht. Achso, die spawnen bestimmt gleich, wenn ich das Ding anpack. Wir sind ja schon da oben, müssen dann aus den Bergen. Kommen sie dann? Den sieben Zwergen oder andersrum? Good job, Bravo. Okay. To the extraction point. Absolut, ja. King 6 to all elements, objective secured. Move to primary extraction point. Primary extraction point. Roger that, King 6. Black Widow is moving out. So. Vielleicht. Ne. Heute Progress to Egress Point for Extraction. Zu Befehl. Wer schießt da immer noch? Hinter dem Hügel? Haben wir da was? Schlecht. Schütze irgendwo? Da. Ich bin der Scharfschütze, nicht du. Das sind schon klare... Eine klare Verteilung der Rollen muss dann schon gegeben sein. So, Männers, ihr macht das schon, ne? Ihr macht das. Ne, ihr greift damit an. Okay, dann machen wir das auch. Auf zu zucken. Wieso plötzlich Schwarzbild?
Okay. Guck mal. Ich höre Stimmen. Na. Was denn? Aha. Auf dem Hügel oder was oder wie? Aber wir müssen doch. Ja. Expression Point ist doch sogar hinten. Ich gehe mal in die grob in die Richtung, ne? Halt! Hier würde ich helfen. So, Männers, wir gehen. Oder habt ihr keinen Bock? Ihr bleibt. Ja, okay, ihr haltet die Stellung. Ja, jetzt zieht dann nach. Schon gedacht, da liegt einer und schießt auf uns. Hat ein bisschen was von Battlezone, oder? Mit den Mars-Missionen. Die waren ja auch alle so ein bisschen in diesem ockerbraun-gelbfarbenen Ton mit vielen Hügeln, vielen, aber auch vielen Tälern und Canyons und sowieso überhaupt. Das war aber die Grafik noch schöner. Aber das war doch wieder nicht Voxel, ne? Das wäre echt mal. Halt, wo laufe ich denn hin? Ach, genau, richtig. Richtig lange. Muss ich da hochlaufen? Ja, das stimmt. Das hätte echt funktioniert, oder? Eigentlich? So ein Battlezone, das wäre mal geil. So ein Battlezone Remake oder so ein was auch immer, so ein Classic Battlezone Ding. Diesmal bitte sehr viele Missionen. Und das alles in so einer Optik hier mit dem Vox-Look. Das wäre doch mal geil. Dazu noch schöne Explosionen. Obwohl, kann man hier eigentlich Lichteffekte? Dynamisches Licht und sowas, geht das beim Voxeln? Dass die Info dann weitergegeben wird, ihr müsst jetzt alle hier heller sein als der Rest? Weiß ich gar nicht. Gibt es sowas? Das wäre doch mal eine geile Idee, oder? In dem hier ein Battlezone. Perfekt. Ja, wer keine Ahnung hat, wovon redet der Battlezone? Ich kenne nur Battlefield. Oh, lol, lol, lol. Einfach mal durch den Kanal stöbern, da findet ihr das. Sowohl die CCP als auch die NSDF-Kampagnen. Aber ich glaube nur das Remakes, oder? Bin ich ganz sicher. Ach ja, ich habe das Remake genau, weil ich habe es ja mit dem Joystick gespielt. Weil ich da Bock drauf hatte. Tja, wenn der Winkel stimmt. Klappt es auch mit den usbekischen Nachbarn. Hammer's. Gut. Ja, was ist das denn? Quasi mit Schwebepanzern und Co. Shooter / Strategiespiel. Ein Hybrid, den es leider nicht mehr gibt. Heute haben wir so einen Dreck wie diese MOBAs. Wobei, die sind ja auch schon wieder vorbei. Zum Glück. Das war auch so ein Krebsgespür. Jetzt müssen auch die ganzen Battle Royale-Dinger sterben. Dann können wir endlich wieder vernünftige Spiele machen. Obwohl, die ganzen Firmen, die früher gemacht haben, die guten, die sind mittlerweile nur noch Stuhl. So wie Blizzard und Co. Geh mal Schritt für Schritt. Die haben keinen Bock, ne? Die wollen nicht mit. Aber wir warten nicht. Wir können nach Hause laufen. Ja, da muss ich auf jeden Fall runter. Ich denke mal, das hätten wir auch mehr oder weniger gesäubert. Ja, das übernehmen die. Wir müssen die Box rausbringen. Die geben uns ja Rückendeckung, weil die hier noch das Gebiet säubern. Wir sind die Priorität, nicht die komischen. Ja, diese Ranger da. Ach ja. Hat das irgendjemandem sauer aufgestoßen? Ich hoffe nicht. Aber ich habe noch ein bisschen Munition. Ja, ich hab meine Lektion gelernt. Ich renne nicht mehr einfach so rein. Oh, da wird mir abgeholt. Hurra. Wieder läuft was über den Hügel und er knallt mich ab. Und mit dem hier im Nahkampf, ich glaube, das ist schlecht. Das ist schlecht. Aha. So ein Ding. Das ist doch drei Gegner noch am. Am Extraction Point. Guck mal hier, vier sogar. Mieses Stück. Na, wo ist die Nummer 5? Wo hast du dich versteckt? Nummer 5 lebt, aber wo?
Aber diese dummen Kakteen überall. Sehen aus wie Feinde. Wahrscheinlich haben sie sie absichtlich dahin gestellt, damit man versehentlich anfängt zu schießen und sich dann seine Position preisgibt. Also ich würde das machen. Gut. Haben wir es dann? Oder nur noch in die Senke hier? Dann werden wir abgeholt. Ja, Ballerei wie im Wilden Westen. Passen dazu die Kakteen. Jetzt fehlt nur noch der Whisky. Aber dafür ist es ein bisschen früh. Ja, so ist das. Blackwood to Bravo. Our ETA is 5 mics. I repeat, 5 mics. 5 mics. Das heißt, in 5 Minuten holen wir uns ab. Das wird ja krass. Ich war zu lang, ne? 25 geschlachtet. Sehr gut. Excellent work, Bravo Team. It was imperative that our new intelligence gathering system not fall into enemy hands. The intelligence that you have recovered is proving to be invaluable. Ja, wir haben es immer wieder geschafft. Große Arbeit. Und es war von dringlichster Notwendigkeit, dass wir dieses neue Aufklärungssystem hier total nicht in gegnerische Hände fallen lassen. Und es ist absolut unbezahlbar, was ich hier geleistet habe. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir die Technologie haben. We now are aware of how the enemy is conducting their supply convoy missions. From the intelligence gathered, we have been able to determine the routes that they are using. Spetsnaz forces are currently planting acoustical sensors in those areas. Acoustical? Ach, wenn sie einfliegen oder was? Akustische Sensoren? What is los? Bravo Team is assigned the elimination of convoys in the vicinity of Kosbukit that the sensors pick up. Moment. Ach, wir schaffen hier. Ich denke mal, ich verstehe es nicht ganz. Wir arbeiten doch mit den Spetsnaz zusammen. Ich denke, Amis und Russen sind jetzt total volles Team so, weil der böse Rebell und so. Und jetzt. Wir wurden doch gerade eben in so ein komisches Spetsnaz-Gebiet abgesetzt. Ach, aber die Gegner sind natürlich keine. Sondern es waren Usbeken. Ach, was weiß ich nicht. Einfach nicht so viel nachfragen. Ja, wir wissen auf jeden Fall, wie er jetzt seine Konvois da verteilt, seine Versorgungsdepots. Und wir konnten die Routen damit aufschlüsseln. Und es wurden von den Spetsnaz eben akustische Sensoren in diesen Gegenden aufgestellt. Und ich darf jetzt endlich Konvois in der Nähe dieser, in der Nähe von Kosbukit eliminieren, die von den Sensoren total erfasst werden. Aha, Diamondback und Condor. Boah, das war eine ziemlich krasse, lange Geschichte, oder? Juggernaut, Raven. Wir waren auch schon wieder über 40 Minuten. Boah. Ja, als nächstes kommt Junkyard. Und dann kommt wahrscheinlich nochmal ein, zwei Missionen oder so. Aber viel Platz haben wir nicht mehr, ne? Ich sag's bloß. Guck mal, jetzt sicher ins hinterletzte Eck hat er sich zurückgezogen, der Hund. Schätze ich mal. Diamondback, das wird's wohl sein. Der Silberrücken. Ja, beim nächsten Mal mehr von diesem Spiel. Das war spaßig. Eine Scharfschützmission, wie eigentlich die meisten, wenn man recht überlegt. Obwohl, die Geschichte mit den Kriegsgefangenen, das war ja schönes M, was weiß ich, 60 oder was, M42, die Saw. Genau. Da haben wir es mal schön krachen lassen. Ansonsten, ja, gut, ist aber auch verständlich, ne? Entweder reinschleichen oder halt auf Distanz die Leute wegballern. Ich meine, ja, ist halt kein COD. Ist ein Delta Force, DF. Ja, beim nächsten Mal mehr hier von Delta Force. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal hier in Usbekistan.